Diese Woche schaut Quotenmeter FM auf die neuen Nachrichten der ProSieben-Sat.1-Gruppe. Herzlich willkommen im neuen Jahr. Mein Name ist und bleibt zumindest, ich glaube, noch für die nächsten 10 Folgen Fabian Riedner zur Ausgabe 693. Und wenn sich mein Name nicht ändern sollte und ich irgendwann mal in Rente gehe, dann hat dieser Podcast mehr Ausgaben als Hörer. Ja, und damit blicke ich rüber in die Ecke, zumindest in eine andere Ecke. Denn wir sind hier virtuell zugeschalten im Jahr 2023. Man muss es vielleicht auch ein bisschen erläutern. Hier ist Veit Luca Roth und der ist nämlich da. Und wir sind einer der wenigen Podcasts, die seit 2 Wochen auch nicht in Pause sind, sondern einfach weitermachen. Hallo, guten Tag, frohes Neues. Ja, auch von mir ein frohes neues Jahr. Und wir haben mit Spannung das Jahr begonnen. Also ich habe tatsächlich die Kabel 1 News aufgenommen, die Newstime. Und dann habe ich aber keine Lust mehr gehabt, mir das Ganze dreimal anzugucken. Also habe ich die Sat 1 News auch zwar auch aufgenommen, aber nicht angeguckt. Oh nein, ich habe die Sat 1 Nachrichten auch nicht angeguckt. Okay, aber es wird sehr, sehr interessant, was du zu erzählen hast, denn die Sat 1 News sind ja mit einer Laufzeit von 11-12 Minuten ja immer noch die längsten. Und es geht eigentlich erstmal darum, dass dieses Unterfangen ja schon ein spannendes ist, das ProSieben Sat 1 da getätigt hat. Man hat dann vor knapp 1,5 Jahren ist mal zur Welt gegangen und hat gesagt, so, liebes Welt, wir machen selber Nachrichten, wir stecken aber kein Geld in Kabel 1 und in ProSieben. Also wir zeigen bei Kabel 1 einfach 10 Jahre noch weiterhin dieselben 10 Serien, die wir seit 10 Jahren im Tagesprogramm haben. Und wir zeigen bei ProSieben weiterhin dieselben 10 Sitcoms, die wir seit wirklich 10 Jahren im Tagesprogramm haben. Und da stellt sich für mich natürlich auch im Laufe dieser Sendung die Frage, ob man nicht einfach hätte neue Serien kaufen müssen. Ja, Veit, ich habe jetzt viel geredet. Wie war dein erster Eindruck? Auch mein erster Eindruck war, ja, okay. Hat sich jetzt nicht so wirklich was geändert, natürlich, optisch und auch im Studio oder so. Es war ja alles das Gleiche wie vorher auch. Das wird sich ja dann auch erst im Laufe des Jahres ändern, wenn dann das neue Studio fertig ist. So Gott es denn will. Soll es nicht sogar ein Glasstudio werden? Für alle drei zusammen? Ich weiß es nicht, aber es würde Sinn machen, dass man das auf jeden Fall als vereinheitlicht. Das hat man ja, soweit ich weiß, auch vor, dass man da eine Nachrichtenmarke einführen möchte. Vielleicht Newstime? Vielleicht Newstime. Vielleicht Nachrichtentag? Oder ist ja mein persönlicher Vorschlag? Ja. Mein persönlicher Vorschlag war immer eigentlich eine Anlehnung an die Heute-Nachrichten, einfach die Nachrichten gestern zu nennen. Also ich finde zum Beispiel, warum sagt ihr das Wort Nachrichten ja auch schon, weil man berichtet danach. Ist ja wie eigentlich heute Journal Plus, das kommt immer nach Mitternacht, warum nicht einfach gestern? Und auch die Frühnachrichten könnte man ja auch gestern nennen, statt heute. Richtig. Die Gestern-Show zum Beispiel oder der Vortagsschau. Genau. ProSieben hat ja mal einen Prozess gewonnen gegen die ARD. Die hatten, als es noch ProSieben war, ich glaube, Nachrichtenbild oder Tagesbild mal als Namen für ProSieben News gehabt. Das mussten sie damals dann abändern. Ich glaube jetzt nicht, dass das coole junge ProSieben sich Tagesbild nennen wird. Nee, ich glaube, mit der Marke Bild will man sich jetzt, glaube ich, auch nicht unbedingt weiter verbinden. Habe ich den Eindruck, man setzt ja doch auf Haltung bei ProSieben. Da passt vielleicht die Marke Bild nicht ganz so ins Bild. Ja, wir haben tatsächlich auch die Woche schon mal diskutiert, warum eigentlich oder warum nicht eigentlich einheitliche Nachrichten, wenn man sich überlegt, dass
man ja auch für jede Nachricht eigene Moderatoren hat. Michael Marx, Leslie Nachmann, die jetzt gegangen ist mit Laura Dünnwald, aber auch Stefanie Puls, Jule Gülsdorf, Caroline Kandler. Das ist nur bei ProSieben. Dann gibt es ja die Kabel 1 News. Die werden von Angela van Brakel moderiert und von Norbert Anwander. Und die Sat.1-Nachrichten von Claudia von Brauchitsch. Claudia von Brauchitsch. Geht eigentlich Marc Bator? Nee, der ist da geblieben, oder? Weil der wird nämlich, also der wird nicht mehr, der ist nur noch als Nachrichtensprecher, Vertreter der Hauptausgabe geführt. Genau, Claudia von Brauchitsch ist ja jetzt die Chefsprecherin sozusagen und Bator ist ins zweite Glied gerückt. Genau, und dann haben auch natürlich Ina Dietz. Und man hat ja jetzt auch zum Glück endlich mal Stefanie Puls, Jule Gülsdorf auch für andere Nachrichten angekündigt, wo man sich natürlich dann immer bei uns gefragt hat, warum hat eigentlich das 20-Minuten-Programm von ProSieben sieben verschiedene Nachrichtenmoderatoren? Ja, das ist eine gute Frage, dass man da überhaupt auch verschiedene Programme, also die überschneiden sich ja nicht. Es ist ja nicht so, dass ProSieben genauso wie Sat.1 und Kabel 1 um 20 Uhr die Nachrichten sendet, sondern das hat ja auch verschiedene Zeiten. Von daher könnte man das ja theoretisch auch einen Sprecher machen lassen, wie das jetzt beispielsweise die Tagesschau macht. Da gibt es ja auch einen Tagessprecher, der, weiß nicht wann er anfängt, aber dann halt der dann auch die 12 Uhr, 13 Uhr, 14, 16 Uhr bzw. 17 Uhr Nachrichten. Dann die 20 und dann das, die Tagesthemen und dann kommt wieder der Nachtmoderator, glaube ich. Ja, genau. Ja. Ich glaube, Tagesschau hat ja dann immer einen eigenen. Und außer bei den Tagesthemen, da ist dann auch nochmal der 20-Uhr-Sprecher drin. Genau, genau. Mit Zamparoni. Wenn er denn moderiert. Genau, aber dass es dafür so ein Riesenteam braucht, ist schon, darf man doch mal gerne hinterfragen. Vielleicht ändert sich das ja dann auch, wenn man dann einen gemeinsamen News-Auftritt plant, startet im Frühjahr oder wann oder Frühsommer, wann das der Fall sein soll. Irgendwann, also man sagt zwar, es wird irgendwann starten, aber das ist natürlich so eine Frage, ob das am Ende so kommen muss. Kann ja auch sein, dass es wieder mal irgendwelche Verzögerungen gibt. Ja, das wäre nicht das erste Mal, aber ich glaube, das ist dann im Endeffekt auch egal, ob es dann jetzt im Mai oder im Juli sein wird. Ich glaube, darauf legt jetzt auch keiner mehr Wert. Es wäre halt, praktisch gewesen, wenn man quasi diesen neuen Auftritt quasi macht mit dem Beginn des Jahres. Ich glaube, das ist aber auch nur für uns wichtig. Kann das sein? Ja, ich glaube auch. Ich glaube, du hast da hast du vollkommen recht. Ich glaube, das wird, also es wäre halt einfach eine Schärfung des Profils, sage ich mal, dass das wirklich jetzt aus Unterföhring eigenproduziert ist. Aber ja, im Endeffekt tut's auch, macht es keinen Unterschied. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Der Kabel 1 News-Zuschauer, der zwischen zwei Serien da 8 Minuten Nachrichten anguckt, von wem das moderiert wird, was da für Themen kommen, das ist dem egal, genauso wie bei den ProSieben News zwischen TAF, dem Bildfernsehen für Akademiker und Jetzt trittst du den Akademikern ganz genau. Ja, man muss manchmal auch TAF angucken, mal um runterzukommen. Spannend. Die tägliche Bildzeitung für Akademiker, das TAF, nein. Und natürlich dann noch die Simpsons. Also wer da sagt, er will wirklich informiert werden, der ist ja auch irgendwo an der falschen Stelle. Vor allem, weil die richtigen Nachrichten ja auch ein bisschen ausführlicher sind. Also die von RTL, die gehen ja wirklich knapp 20 Minuten. Man kann ja auch sagen, dass beim ersten ist jetzt am Vorabend jetzt auch nicht ganz so gut, aber dadurch, dass es ja diese Börse oder Wirtschaft vom ersten gibt, dann das Wetter, dann die Tagesschau, dann nochmal das Wetter, dann gibt es ja auch die 35-minütigen Tagesthemen
Und so wie es eigentlich ja dann auch beispielsweise im ZDF ist, nach dem Heute-Journal gibt es dann auch Dokumentationen und andere Sachen. Also man kriegt da schon mehr Informationen, wenn man sich für Aktuelles interessiert. Deswegen glaube ich weiterhin nicht, nach den bisherigen Ankündigungen, dass das Geld wirklich in den Nachrichten bei ProSieben Sat.1 gut aufgehoben ist. Zumal ja man ja auch jetzt ein bisschen auch auf die anderen News-Formate so ein bisschen ja auch verzichtet. Also was ist mit Akte? Das ist jetzt auch noch nicht ganz geklärt. Da fehlt ja immer noch jede Spur im neuen Jahr von der Akte bei Sat.1. Dann, oder müssen wir aufpassen, das was du gerade sagst. Wenn die Folge veröffentlicht ist, da hat schon Sat.1 die neue Programmwoche rausgegeben. Das ist stimmt. Na gut. Aber es war eine ungewöhnliche Pause, sagen wir mal so. Der Wagnis in Oppenhövel wurde gekürzt. Aber sowas von. Bei ProSieben. Auf 35 Minuten. Das ist ja dann, ja gut, Galileo hat man jetzt noch einen neuen Ableger gestartet. Und dann wird man starten Ende Januar, wenn die Football-Saison vorbei ist. Das heißt, ja, vielleicht steckt man da ja auch die eine oder andere Mark rein. Ja, also Galileo ist mit Sicherheit eine recht starke Marke. Mich wundert es, dass man tatsächlich diese Marke immer so ein bisschen verkommen lässt. Ja. Also, dass man das da nicht mal versucht, irgendwie so ein bisschen wissenschaftlicheres so Thema am, ich sage jetzt mal, am Freitagabend, keine Ahnung, oder irgendwie mal, wenn man schon Akte gegen die Wand geklatscht hat, warum macht man denn nicht mal einen TAF-Report am Mittwoch um 22.15 Uhr, 30 Minuten? Irgendwelche Reportagen, keine Ahnung. Oder auch früher gab es bei Sat.1 gab es Wake-Up und Planetopia Sonntagabend. Das waren jetzt alles so keine Sendungen, wo du gesagt hast, geiles Fernsehen. Aber du hattest halt doch irgendwie ja, mal eine andere Programmfarbe. Ja, also wie du es angesprochen hast, im Ersten und im ZDF, da gibt es ja dann doch die eine oder andere investigative Doku oder auch wöchentliche Formate, die doch ein bisschen tiefer gehen und das ja nochmal tiefsinniger beleuchten, wenn ich jetzt ans Auslandsjournal denke oder Monitor, Report Mainz. Das sind ja doch Formate, die sich umfassender mit Themen beschäftigen. Das findet man ja im Privatfernsehen generell, aber auch vor allem in der ProSieben-Sat.1-Gruppe vergebens. Also man hat ja wirklich Zerwakis und Oppenhövel. Ja, das ist so ein bisschen so Werbefernsehen für ProSieben so ein bisschen auch teilweise. Inzwischen, ist. Ja. Das ist dann schon ein bisschen dürftig. Von daher, ich weiß ja nicht, ob dann auch die 10 Minuten Newstime um 18 Uhr. Ich musste tatsächlich auch erstmal gucken, wann eigentlich genau die Kabel-1-Nachrichten laufen. Ne? Bin jetzt auch nicht so... ja, habe ich jetzt nicht so wirklich verfolgt in meinem Leben. Die werden manchmal gewürfelt, gerade im Januar, wenn die Werbebuchungen noch nicht so toll sind. Ja, aktuell 10 vor 4, also 10 vor 16 Uhr, das ist irgendwie auch, ja, da merkt man dann auch, dass da sind die Beiträge noch nicht ganz fertig oder da ist jetzt auch nicht das letzte Wort geredet worden über den Beitrag. Der findet sich dann in der Newstime nicht mehr. Ja, denn du hast das auch konkret jetzt auch im Vorfeld unserer Sendung angeguckt. Ja, also ich kann kurz Erfahrungsberichte machen vom 3. Januar. Da ging es bei den Kabel 1 News, ging es um den Veganuary, also der vegane Januar. Das war dann bei der Newstime leider nicht mehr dabei. Ich Vielleicht. Weiß nicht, ob man dem männlichen Kabel 1 Publikum das eher beibringen muss als dem vielleicht jüngeren ProSieben-Publikum? Das kann ich dir nicht so beantworten. Allerdings muss ich da sagen, ist die Ausrichtung eigentlich das, was ich mir jahrelang gewünscht habe. Weil Kabel 1 ist ja ein sehr kulinarischer Sender. Also da geht es ja bei Abenteuerleben geht es ja eigentlich nur ums Essen. Und dann hat man noch mein Lokal, dein Lokal. Und vielleicht passt das tatsächlich besser zu Kabel 1 und vielleicht holt man da auch so ein bisschen den Kabel 1-Zuschauer ein bisschen besser ab, als wenn man das jetzt auf allen drei Sendern zeigen würde. Das wäre zum Beispiel etwas, wo man sagen müsste, okay, das ist interessant, das sollte man vielleicht ausbauen.
solange man jetzt nicht anfängt, irgendwann bei Sat.1 am Sonntagabend in den Nachrichten zu zeigen, was es beim Aldi im Angebot gibt, ist das alles in Ordnung. Ja, wir sind ja nicht bei der Bild, das haben wir ja vorhin schon geklärt. Ey, Moment, das war bei Endlich Feierabend so in der Form. Ach so, aber das hat doch die Bild jetzt auch gemacht gehabt. Kann sein, ja. Ja, aber ich meine, du kannst ja als Produktionsfirma oder als Sender gehst du ja zu einer Produktionsfirma hin und du sagst ja einfach, ja, ich will aber, dass ihr das Aldi-Angebot mit reinnimmt und dann sagen die natürlich, ja, natürlich machen wir das, wenn ihr das wollt. Die sagen nicht, nein, da geht die Quote kaputt. Wir machen den Auftrag nicht. Sucht euch jemand anderen. Die machen das einfach. Ja. Genau, zurück zu ProSieben, da ging es dann statt um den veganen Januar, ging es dann um Urlaubstage. Da habe ich natürlich als Arbeitnehmer ganz genau hingehört. Es ging der um männliche Tag, ProSieben, verbunden mit Urlaubstagen. Ja, der männliche ProSieben-Zuschauer, der auch die Simpsons anguckt, der hat nämlich zu Hause die Hosen an und der notiert sich das während TAF und Simpsons und sagt dann, Frau, so wird's gemacht. So, aber Moment, wer guckt denn? Also, offensichtlich gibt es weniger Hosenträger in Deutschland. Guckt ja keiner mehr die Simpsons. Ja, aber war früher vielleicht so. Ja, wieder anderes Thema. Genau, das fand ich dann durchaus interessant, dass es da ja eine andere Themensetzung gab. Aber wie du das ganz gut begründet hast, könnte es natürlich an der grundsätzlichen Ausrichtung des Senders liegen. Ich weiß jetzt leider nicht, wie es bei Sat.1 war, ob da beide Themen kamen oder ob dann noch ein drittes kam. Da kam wahrscheinlich die Lidl-Aktionswoche. Ja. Grundsätzlich fand ich aber, dass bei Kabel 1 der Nachrichtenüberblick ein bisschen breiter gefächert war. Also es ging dann zum Beispiel auch um das erste Kongressmeeting in den USA, um Corona in China, um den Ukraine-Krieg, um die Silvesternacht, um Pelés Tod, was ich auch interessant fand, dass der Tod von Pelé thematisiert wurde, aber nicht der Tod des Papstes. Das hat für beide Sender keinerlei Rolle gespielt. Ich finde, dass zum Beispiel die Nachricht oder die Fernsehsender sollten einfach mal einführen, entweder vor der Sendung oder nach der Sendung, weil so viele Leute inzwischen sterben, die bekannt geworden sind durch die Medien, ja, dass du halt einfach schon mal 3 Minuten so Trauermeldungen oder Trauerbilder einbindest. Du meinst jeden Tag einfach in Memoriam von den Oscars abspielen? Nein, aber du weißt mit doch falschen schon. Namen und Bildern. Und so. Nein, aber das Ding ist auch einfach, wir leben jetzt einfach in einem Zeitalter, wo einfach mehr Leute bekannt sind, wo sich auch Todesmitteilungen schneller verbreiten, wo du halt sagst, okay, gut, die Nachricht des Schauspielers aus dem ersten Star Trek-Film, der eine Nebenrolle hatte, ist jetzt erst nach 3 Tagen nach Deutschland gekommen. Da rentiert sich das jetzt nicht. Ja. Aber wenn man jetzt zum Beispiel jetzt in der heutigen aktuellen Zeit, da kann man ja einfach sagen, okay, wir machen 1 Minute vorher, machen wir schon mal hier oder danach, planen wir ein, dass da jemand verstorben ist, dass man da halt einfach noch so einen Bericht einplant. Ist ja eigentlich auch zum Beispiel, da gab es jetzt auch diesen Rennfahrer, der gestern verstorben ist. Siehst du, das habe ich nicht mitbekommen. Welcher Rennfahrer ist verstorben? Der irgendwie so gut driften kann, der auch so eine Firma hatte. Den Namen, das habe ich tatsächlich doch gelesen, aber mir hat der Name nichts gesagt. Ich wusste auch nicht, dass es prominente Drifter gibt. Das war mir nicht bewusst. Da habe ich erst an Fast and the Furious 3 gedacht, aber der war es ja wohl nicht. Ja. Der ist ja schon länger tot. Wobei, der hat ja beim dritten gar nicht mitgespielt, oder? Hat Paul Walker im dritten Fast and the Furious Teil mitgespielt? Wieso kommst du jetzt auf Paul Walker? Ist das nicht der von The Fast and the Furious? Ja. Tokyo Drift. Naja, egal. Wir kommen vom Thema ab. Okay, Nachrichten. Ja, was mir auch aufgefallen ist, da muss ich auch wieder die Pro7-Sat.1-Gruppe loben. Sie machen schon recht viel, bloß wir kommen ja später zum Gesamtfazit. Sie haben, also Pro7, wenn man auf pro7.de geht, dann gibt es oben rechts so eine Navigation, das sieht inzwischen aus, alles wie auf dem Handy. Und da gibt es dann den Reiter Newstime und da kann man sich einzelne Videos angucken, aber auch lange Artikel. Und da muss man sagen, da spart der eine oder andere sich vielleicht Spiegel Online oder vielleicht seine Lokalzeitung und kann dort recht
ausführliche Artikel lesen. Ja, das ist aber auch, finde ich, nötig, dass man da noch ergänzendes Material anbietet, weil also bei den Kabel 1 News vor allem, das war ja in 10 Minuten recht viele Themen, waren die Themen aber natürlich sehr, sehr dünn besprochen. Also es, man hat ja, also man hat sich sehr viel Zeit für den veganen Januar genommen, aber dann zum Beispiel für den neuen für Corona in China oder den Ukraine-Krieg, ja, dezent viel. Also das war dann schon so, okay, das hat man halt irgendwie mit reingenommen, weil es halt doch Talk of the Town ist so ein bisschen, natürlich im Moment. Aber jetzt auch nicht tiefgründig da erklärt. Man hat da ein bisschen auf Verteidigungswaffen und Angriffsdrohnen eingegangen aus dem Iran. Aber man musste bei Kabel 1 dann natürlich auch noch einen Autounfall in Kalifornien berichten, wo ein Tesla 75 Meter in die Tiefe gestürzt war und alle waren unversehrt. Was ich auch irgendwie so eine Nachricht finde, die braucht es in den Nachrichten nicht. Ja, das ist richtig. Das ist halt so ein bisschen so, ja, wie sagt man, Entertainment. Ja. Ja gut, vielleicht, aber auch in einer normalen Tag. Mit einem positiven Ende. Ja, das ist ja, genau, wie du schon sagst, die gute Nachricht. Wer eine Tageszeitung hat, weiß, dass es auch einen Kulturteil gibt, einen Feuilleton. Braucht es das auch? Kann man da wirklich auch mal eine Sendung draus machen, die 30 Minuten geht? Ja, es gibt ja in der Primetime bei ProSieben die 100, oder bei Sat.1 die 111 spektakulärsten Unfälle. Nein, das meine ich jetzt nicht. Ich meine, warum gibt es denn eigentlich keine Nachrichtensendung, wo du erst Nachrichten, dann Wirtschaft und dann kriegst du vielleicht noch den Kulturteil. Wie bei der Süddeutschen, irgendwelche neuen Inszenierungen aus der Berliner Oper. Oder irgendwie eine Tatortkritik oder weiß der Herrgott, dass man auf eine neue, auf Herr der Ringe eingeht. Ja. Da müsste man sich dann aber auch mehr Zeit nehmen als 10 oder 15 Minuten. Das ist völlig klar, ja. Sonst ist das auch ein bisschen, ja, müsste man die Nachrichten in doppelter Geschwindigkeit abspielen. Das wäre dann halt auch wieder ein bisschen schwierig. Ja, das ist richtig. Dann gibt es den Sender 25. N25. Das ist mein guter alter Gag, geklaut von Walulis guckt fern. Grüße geht raus. Ja, was sagst du denn dazu? Lohnt sich das? Guckst du jetzt mehr ProSieben News oder sagst du, naja, es ist ganz schön, aber eigentlich ist es Wasser in den Rhein getragen? Das wird man dann sehen. Also vielleicht wirkt sich das ja tatsächlich so ein bisschen die News-Redaktion vielleicht auch auf andere Formate aus, wie angesprochen auf ZOL oder Akte oder ja, andere Sachen. Oder dass es da vielleicht auch mal so Reporter gibt, die dann irgendwas recherchieren und dann sagen, hey komm, wir machen sowas wie bei Steuerung F beim NDR, wir senden einfach regelmäßig, weil wir es einfach haben, weil die Leute ja was recherchieren, 30 Minuten am Montagabend eine Reportage. Ja, das wäre doch was Positives. Mal ja, ein neues Programm für einen völlig abgenutzten Sendeplatz. Das hast du jetzt gesagt. Naja gut, das ist also mit Young Sheldon, United States of L und die Simpsons lockt man jetzt auch keinen mehr in dem Ofen hervor, was ja auch die Quoten zeigen. Aber woran liegt das eigentlich? Also da kann die ARD was wiederholen und dann gucken da auch irgendwie 400.000 junge Zuschauer zu, während wir bei ProSieben Sat.1 sagen, okay, das ist alles im Rahmen des, was sie eh holen. Und man muss jetzt auch mal sagen, der Sat.1 Senderschnitt ist ja jetzt so tief gefallen, ich glaube auf 6,6% bei den 14- bis 49-Jährigen. Die können ja gar nicht mehr unerfolgreicher werden. Du hast ja immer 300.000 Zuschauer mindestens bei den 14- bis 49-Jährigen. Das heißt, wir sind an einem Stück in der Quotenberichterstattung gekommen, was eigentlich einzigartig ist. Du hast ein Grundrauschen und du kannst gar nicht mehr unter dieses Grundrauschen kommen,
um noch unerfolgreicher zu werden. Und Daniel Rosemann so in Unterföhring, hold my beer. Naja, also das stimmt wohl. Deswegen, also es ist schade, dass man sich nichts traut. Mal abwarten, was jetzt am Donnerstag bei Sat.1 passiert mit dem neuen europäischen Serien. Die kennt ja mindestens noch keiner. Ja, da bin ich auch mal gespannt. Ich weiß nicht, ob man dafür genug getrommelt hat oder ob das bei Sat.1 dann doch so auf Gegenliebe stößt. Ach, ich finde, da sollte man auch mal seine ganzen YouTuber, die man über Studio 71 hat, mit reinholen. Und warum gibt es sie auch noch nicht vorab bei Join? Dieses ganze ARD, ZDF, Mediatheken vorab, das scheint ja anscheinend doch erfolgreich zu sein. Ja. Oder zum Beispiel beim Sommerhaus der Stars, dass das alles irgendwie gleichzeitig mal 3-4 Tage vorher online kommt. Vielleicht muss man auch so Serien online stellen, dass man darüber auch mal in der Familie spricht, dass vielleicht halt auch mal die Tochter, die dann von Sallys Backen einen TV-Tipp bekommt, so von wegen, guckt euch Kommissarin Duran an, das gibt's schon vorab bei Join, und am Frühstückstisch hockt dann die Tochter mit der Mutter, die dann sagt, ey, ich habe eine coole Serie bei Join gesehen, die kommt ja auch bei Sat.1. Ja. Ja, stattdessen lässt man die eigenen Leute sich gegenseitig verklagen. Genau, ich kenne das ja zum Beispiel noch von einem ehemaligen Praktikanten vor ein paar Jahren, der hat einfach erzählt, dass seine Mutter seine Mutter guckt immer gerne nicht gefragt, gejagt, sondern wer weiß denn sowas mit Elton und Kai Pflaume und Bernhard Hoeker, und die machen das zum Beispiel so, dass die immer irgendwelche jungen Leute mit einladen in so einer Sendung. Ja, das funktioniert ja auch. Dann sagt seine Mutter zum Beispiel, ey, sag mal, kennst du die YouTuberin? Komm doch mal her. Kennst du die? Ist die gut? Und so. Und dann guckt man halt zusammen. Wer weiß denn sowas? Ja. Ja, es hat sich jetzt ja auch kürzlich gezeigt, als Jakob Lund zu Gast war. Das hat ja, ich weiß nicht, inwieweit Kai Pflaume da involviert war, dass die im Podcast Baywatch Berlin mit Klaas und Thomas Schmidt darüber gesprochen haben, dass das irgendwie geplante Kampagne war oder so. Aber das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Das hat die beste Quote, ich weiß gar nicht, aller Zeiten gehabt. Auf jeden Fall eine herausragend gute Quote bei den Jüngeren, als Jakob Lund damals zu Gast war. Die Folge muss ich auch noch anschauen. Die Strategie ging auf. Das war lustig. Es gab Katzenzungen. Ja, ja, und war Thomas Schmidt dann auch da? Nee, das war der andere Thomas Schmidt von ZDF Neo. Der war da. Ach, der Tommy Schmidt. Der Tommy Schmidt, genau. Da gab es anscheinend auch irgendwie Verwechslungen im Vorfeld, dass Thomas Schmidt, der Florida-Chef. Vielleicht war das auch einfach von Anfang an so geplant. Vielleicht, wäre auch super. Das wäre auch eine gute Idee, ja. 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 Ja, Welt produziert jetzt Nachrichten für Servus TV, und zwar keine 20 Minuten mehr, sondern über eine Stunde. 2 Stunden sogar. Ab Montag von 18 Uhr bis 20 Uhr. Jetzt muss man natürlich sagen, Servus TV ist jetzt, denke ich mal, auch kein Sender, der mit diesem Programm jetzt neue Zuschauerrekorde einfahren wird. Nee, dafür ist er auf jeden Fall zu klein, aber es ist auf... Man bereitet auf jeden Fall eine Bühne, auf der man sich natürlich austoben kann. Das hat man ja auch schon mit anderen Talk-Formaten geschafft und hat da ja ein großes Gegengewicht geschaffen. Manche finden das gut, manche finden das nicht so gut. Wer weiß, was aus dieser Vorabendsendung wird. Das ist ja, geht ja los mit einer 10-minütigen Nachrichtensendung, dann gibt es ja so ein Abend-TV, wo es auch nochmal Nachrichten gibt, und dann gibt es 20 Minuten um 7 nochmal Nachrichten, gefolgt wiederum von einem Magazinjournal, irgendwas in die Richtung. So ganz weiß ich auch nicht, was da 2 Stunden lang geredet werden soll. Vielleicht holen sie ja einfach alte Beiträge von Welt der Wunder TV, was sie produziert haben, hervor. Ja, warum nicht? Ja, Wissen ist nie verkehrt. Richtig. Ja, Nachrichten. Sonst
wollen wir noch kurz darauf eingehen, ob es eine gute Idee ist, ein Rahmenprogramm für die ARD, also für die dritten Programme zu machen. Was hältst du denn davon, zu sagen, man bündelt diese ganzen Vorabendsachen der dritten Programme Stück für Stück, dass man halt eben sagt, okay, dann läuft halt um 18 Uhr die Lokalnachrichten, die sich dann natürlich nicht in Konkurrenz befinden zur 17 Uhr Tagesschau oder zum Magazin, sondern oder auch nicht zu heute um 19 Uhr und gefolgt von einem ja überregionalen größeren Magazin, das vielleicht, ich sage jetzt mal, NRW-Themen aufgreift, weil wir haben ja jetzt beispielsweise auch den Fall, dass es auch diese absolut nerdigen Themen mehrfach gibt. Also zum Beispiel, wie schmeckt die Alternative zu Joghurt Skyr? Warum gibt es davon in der ARD-Mediathek 4 Themen innerhalb von 2 Jahren von 4 verschiedenen Redaktionen? Dass man Synergien schaffen kann in der ARD, ist, glaube ich, es liegt auf der Hand. Es ist ja auch so, auch selbst im Radiobereich ist das ja, dass du mit den Funkmasten ja eigentlich das alles so computermäßig steuern kannst, dass du die Lokalnachrichten um halb oder nach den Hauptnachrichten bekommst. Es gab ja früher mal einen Aufschrei, als man mal diese Begriffe in den Raum geworfen hat. Man könnte ja mal die Nachrichten für Bayern 1, 3 Minuten früher senden, dass du nicht immer unterschiedliche Sprecher brauchst. Auch da muss man sich vielleicht endlich mal von dem Bild verabschieden. Macht es Sinn, dass wir irgendwie 70 Nachrichtensprecher in der Stunde haben, die einfach fast dasselbe ins Mikrofon erzählen? Ja, das kann man definitiv gleich, also das müsste man eigentlich mal für so eine Doku. Das ist ja jetzt auch von Bayern 1 und Bayern 3 jetzt auch nicht unbedingt groß. Genau. Und vielleicht bei Puls, aber man müsste das wirklich mal vielleicht für so eine Dokumentation auch mal so zusammenschneiden, dass man einfach mal alle besucht und das dann so stündlich so zusammenschneidet, wie einfach 70 Leute reingehen und die Nachrichten vorlesen. Ja, das ist. Damit man diesen Wahnsinn, glaube ich, auch mal so ein bisschen greifen kann. Ja, also auf jeden Fall, wenn es um solche allgemeine Themen geht, wie welcher Joghurt schmeckt besser, das muss man jetzt nicht in Baden-Württemberg oder im Saarland oder in, ja, weiß ich nicht, Brandenburg aufdröseln, sondern ja, Meinungen gibt es in ganz Deutschland und die sind halt von gut bis schlecht und die wirst du in jedem Bundesland bekommen. Das muss man nicht einzeln abfragen, glaube ich. Das kann man auch irgendwie, ja, da liegt es dann halt an der Organisation, das so zu koordinieren, dass diese Reportage halt dann von einer Person oder von einem Studio gemacht werden, aber dann halt in der ganzen ARD ausgespielt werden können. Ja, was ich zum Beispiel auch noch ganz gut fände, ist mehr Regionalität. Also Wiederholungen von Sturm der Liebe haben nur was im Bayerischen Rundfunk zu suchen, während Rote Rosen nur beim NDR zu laufen haben. Und dann halt diese typischen Serien, die es mal gab in der ARD, halt auch auf diesen Sendern zu laufen haben. Also die Wiederholungen von In aller Freundschaft, die laufen auch bitte beim MDR, um natürlich deren Bild zu verbessern, dass man auch einfach weiß, wo man da auch gedanklich ist. Man muss ja auch mal sagen, auch in Sachen Filmförderung und generell Förderung, so strukturelles Gut von ARD und ZDF, da hat ja wirklich Rote Rosen am meisten hervorgebracht. Also das ist ja wirklich eine Tourismusattraktion, die Drehorte in Lüneburg anzugucken. Ja, das ist doch super. Fahren ja jedes Jahr wahrscheinlich mehr Menschen nach Lüneburg als nach Los Angeles in die Studios und gucken, wo Desperate Housewives gedreht wurde. Ich fand es auch interessant, es gibt ja jetzt eine neue ZDF-Serie, irgendeine Hotelserie im ZDF. Und da hat sich der NDR? Ja, wahrscheinlich, ne? Weil das irgendwo in Schwerin oben gedreht wird, hat sich der NDR da hingesetzt und ist hingefahren und hat einen Beitrag darüber gemacht, dass das ja die neue ZDF-Serie ist und hat sich das Hotel mal angeguckt. Dass das ja wirklich ein Hotel mit Restaurant ist, wo dann auch Leute während des Drehs im Restaurant saßen. Das war eigentlich ganz, ganz nett gemacht. Fand ich aber spannend, dass es dann von der ARD kommt und ja, sozusagen eine ZDF-Serie bewirbt.
Und was ich zum Beispiel auch gut fände, wäre zum Beispiel, man mag es irgendwie ein bisschen albern finden, aber tatsächlich, also wir haben beim RBB, wenn man auf YouTube rumsurft, haben wir die 30 schönsten Spaziergänge, die 30 schönsten Straßen, die 10 schönsten Bushaltestellen von Berlin. Ich finde sowas extrem geil und ich finde, das sollten mehr öffentlich-rechtliche Sender produzieren. Schön mal am Sonntag. Das ist ein günstiges Programm, ne? Ja, aber dann auch so Lokalmatadoren befragen und auch mal sagen, was macht diese, also jetzt nicht so wie die RTL Chartshow, wo sich dann irgendwelche Promis reinsetzen und sagen, ja, Michael Jackson, da habe ich in der Disco getanzt. Oder ja, da habe ich mir das Album gekauft, sondern vielleicht wirklich was sagen, ja hier in der Brandenburger Allee, da wurde ich mal überfallen oder keine Ahnung. Ich fände es auch schön, so die 10 beliebtesten oder die 10 Orte, die Dirk Nowitzki in Würzburg am liebsten mag, zum Beispiel. Oder genau. Markus Söder stellt seine Orte in Nürnberg vor. Irgendwie so. So Lokalklorid. Wäre doch toll. Oder auch die schönsten 10 Bahnstrecken in Niedersachsen. Ja, sehr gut. Vor allem gibt's ja Bahncontent, unfassbar, läuft verdammt gut bei YouTube. Bahn-Content. Ja, da haben sie, ich habe da letztens ein Video gesehen, da hat man für einen Versuch bei der Schweizerischen Bundesbahn, und die haben sich wirklich viel Mühe gegeben dafür, dass am Ende ein YouTube oder 2 Videos rauskamen, die haben für einen Weltrekordversuch einfach 5 oder 10 Züge aneinander gebunden, sehr, sehr aufwendig, dass der Zug über ein Kilometer lang, über 1,5 Kilometer lang ist, und haben den dann so durch die Schweizerischen Alpen schlängeln lassen. Ja. Na, das ist ja nicht schlecht. Das läuft unfassbar gut bei YouTube. Unfassbar. Ja, vor allem ist ja jetzt auch die Produktion von Bahncontent demnächst ja auch richtig günstig, wenn man das 49-Euro-Ticket hat. Ja, aber es ist zeitaufwendig. Unfassbar. Ja, aber ja, gut. Man muss sich immer woanders hinstellen und muss dann immer warten, bis der Zug vorbeikommt. Und das müssen echt einige Leute zusammenhelfen, und dann fährt ja immer einer mit und dann bleibt einer draußen, und dann musst du auch, haben die auch irgendwie so zig Standorte, wo die drehen. Das ist schon ziemlich aufwendig. Da muss man halt die städtischen S-Bahn-Betrieb irgendwie untersuchen. Das ist vielleicht nicht so zeitaufwendig. Ja, wieso nicht die 5 oder die 30 schönsten S-Bahn-Haltestellen von Stuttgart? Ja. Warum nicht? Das wäre doch etwas. Oder die 10 schönsten Bauernhöfe in Niedersachsen. Das Klimasland. Du, ich war da, ich hatte da mal eine Freundin, wir waren da sehr weit draußen. Also auf dem Dorf, da gab es, glaube ich, 12 Amtsleitungen. Und wenn die 12 belegt waren, dann hat die Telekom gesagt, ja gut, ist halt so. Dann musst du dir halt vorher überlegen, ob du baust. Geil. Die Nummern bestimmt noch kürzer, gell? nee, damals da nicht. Die waren relativ lang, aber das war trotzdem, das war in der Kleinstadt noch auf so einem, ach, da gab es eigentlich nur eine Straße, die im Kreis geführt hat. Ja. Wie kriegen wir jetzt den Bogen von auf der Leitung stehen zu Sat.1 zurück? Vielleicht sollte Sat.1 aufhören, auf der Leitung zu stehen und ein attraktives Programm mit News, mit Spielfilmen, aber vielleicht auch mit eigenproduzierten Formaten machen. Warum holt man sich da zum Beispiel nicht einfach mal ein paar Experten, die vielleicht auch die eine oder andere ZDF-Neo-Serie gemacht haben? Das ist doch ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, ja, bis nächste Woche. Auf Wiedersehen.